Hallihallo, du lieber Steinbock, was für eine tolle Energie jetzt im Mai. Ich schaue mal mit dem Rat der Hohepriesterin jetzt mit dir an, was sich da jetzt alles so durchschnecken, durchzaubern, durchbewegen will und kann für dich und was da tatsächlich an Energien drinnen vorkommen will. Und das, was ich jetzt schon beim Lesen, beim Legen gelesen habe, war: Du bist der Star, sag bitte ja, und zwar zu dir, zu deinem Leben. Wir haben hier eine Mega-Transformation drin, wir haben hier eine Sehnsucht drinnen, wo es auch darum geht, dich nicht zu hetzen, dich nicht so voranzutreiben, aber stetig Step by Step zu gehen und zu erkennen, dass du der eigene Künstler deines Lebens bist, die eigene Künstlerin deines Lebens bist, die hier jetzt ihre Kunstwerke auf ihrer eigenen Leinwand manifestiert und zaubert. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, und dass du hier jetzt nicht das Gefühl haben brauchst, ja, es ist eh schon alles vorbei, es ist eh völlig egal, die Zeit ist eh zu knapp geworden oder ich habe jetzt schon einen falschen Weg eingegangen, sondern dass du noch oder wieder den Universum verstärkst, vertraust und auch dem göttlichen Timing. Ja, dass du hierher gekommen bist, um etwas zu erreichen und immer noch auf deinen Wegen bist, auch wenn du dich vielleicht manchmal in eine Schwere hinein manövriert hast. Und du darfst dich jetzt tatsächlich hier als Mittelpunkt der Erde sehen und jetzt diese Phönix-Energie, dieses Auferstehen im Mai als Anschub für dich nehmen. Ich lese es jetzt noch nicht vor. Hier kommen nämlich noch die Botschaften, was jetzt wirklich für dich ganz, ganz wichtig ist. Und das ist wirklich dieses dich manifestieren hier auf der Erde, wieder Anzug zu zeigen, wer du wirklich bist. Was willst du erleben? Was macht dich glücklich? Was macht dich frei? Was ist, wenn du dich so ganz daran erinnerst, was sind so deine unschuldigen, kreativen Triebe, wo du dir keine Gedanken gemacht hast, ob wer wegbricht, ob du jemanden verletzt, ob dieses oder jenes passiert, ob du das und das, also wo du noch nicht geschaut hast, welche Möglichkeiten negativ passieren könnten, sondern wo du wirklich ausgerichtet gewesen bist und gesagt hast, ah ja, ich will, was kostet die Welt, ich springe, ich mache jetzt das, ja, und da darfst du wieder deinen Fokus hinlegen und so ein bisschen deine eigene dich in deinem eigenen Windschatten drehen. Ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll, aber auf jeden Fall deine eigene Spirale des Lebens wieder beleben. Ja? Und das, was ich so wahrnehme, ist wirklich dieses, stell dich in den Mittelpunkt und lass durch dein Sein, durch Gegebenheiten wieder alles beleben und schau einfach drauf, was sich da für dich zeigt, was sich da bewegt, und geh nach deinen Zyklen, nicht Saison, jetzt auch nicht, hier steht, also fließe, geh mit dem Fluss der Saison, und ich bekomme das wirklich hier eher als Ebbe und Flut, ja, manchmal gibt es so Schübe, die sollte man nutzen, da sollte man für sich sein, und dann gibt es wieder Ruhephasen, da bist du auch manchmal vielleicht für dich allein unter Anführungsstrichen, um dich wieder neu zu beleben, ja, so kommt das jetzt irgendwie durch. Und das, was ganz wichtig ist für dich, ist, dass du erkennst, dass diese Reinigung und diese Ohnmacht manchmal oder den Sinn in den Sachen nicht zu sehen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil jetzt für dich ist, um in deine Macht hineinzukommen. Und hier habe ich jetzt zwei Botschaften für dich zusätzlich zu dem, dass du jetzt eine Sternenfamilie in dir integrierst, wahrnimmst, rufst und als Beistand erfährst und auch entschleunigst, beschleunigst du gleichzeitig in deinem Licht, und da gibt es zwei Botschaften für dich und die werde ich dir jetzt vorlesen. Engel auf Erden. Ein Stern wird leuchten, hell und klar. Das Leben ist begeisternd, schön und wunderbar. Es bringt dir Freude, Leichtigkeit und Glück. Schau mehr nach vorne, nicht zurück. Du bist umgeben von einem mächtigen Schein. Lass Ängste nicht in dein Herz hinein. Im Hier und Jetzt wird dein Weg geschrieben. Achte daher auf fruchtbare Triebe. Du kommst so weit, aber bitte hör zu. Denn im Wachstum braucht deine Seele Ruhe. Es passt genau, was... Ah, geil. Ja, nimm Zeit dir, um genau hinzufühlen. Es ist dein Weg, um wieder zu werden, auf das du dich erkennst, geliebter Engel hier auf Erden. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, wirklich diese Power, diese Kraft, die du in dir trägst, wieder zu erkennen, dich wieder zu öffnen dafür und wieder dich einzuatmen und wieder, ja, frei zu sein. Wir haben hier auch die Befreiung auf der Seite, die herausgeht. Schauen wir gleich. Feuerkelch.
Deine Reise ist voll im Gang. Dein Leben fängt so richtig an. Dein Feuer macht Kreativitäten und Platz. In dir erwacht ein Drachenschatz. Du darfst dich öffnen, schau in dich hinein. Da kommt was Neues. Du wirst eine Gewinnerin sein. Gewinner, Gewinnerin sein. Geh einfach weiter, Stück für Stück. Schau entspannt vorwärts, auch ins finanzielle Glück. Du lieber Steinbock, das ist ja großartig. Ja? Also wirklich, komm in dieses Verspielte mehr hinein. Nicht zu viel Gedanken machen, mach dich nicht klein. Und dort, wo du dich klein hast, siehst oder noch klein machst, schau genau hin, um den Sinn dahinter zu verstehen, dass du wieder in deine Macht und in die Entkoppelung von irgendwelchen Abhängigkeitsstrukturen für dich hinein in die Entkoppelung hineinkommst, so von irgendwelchen Machtstrukturen, wo du vielleicht dich klein gehalten hast, wo du vielleicht gefangen warst noch drinnen, die nicht gesund für dich waren. Weil wir sehen hier, wir haben hier so ein bisschen das Vaterthema drin, wir haben die Sehnsucht hier drinnen und wir sehen, dass du dich hier aus etwas befreist. Und ich bekomme jetzt hier wirklich so den Vater, ja, weiß ich jetzt nicht, was natürlich jeder im Kollektiv hier jetzt für ein Thema gehabt hat mit dem Vater. Könnte auch über die Vaterlinie sein, aber da kriege ich mehr ein Nein. Also es hat irgendwie irgendwas mit dem Vater zu tun. Auch nicht mit dem Partner, sondern prima mit dem Vater, wo irgendeine Sehnsucht drinnen ist auf der Schattenseite, was man aber jetzt erkennt und sich wirklich freilässt mit dem Reiter. Der Reiter ist fokussiert, der geht nach vorne und schau doch nicht zurück. Und genau das ist es ja, was auch die Karten sagen. Schau nach vorne, nicht zurück. Glaub an die Veränderung, glaub an dein Glück, weil das ist das, was jetzt auch tatsächlich zu dir kommen will. Und wir sehen jetzt hier in der vermehrenden Kraft, die zu dir kommt, dass du erkennst, was da wirklich jetzt für dich integriert werden will. Das kleine Ich bin ich, was da steht, wo du dich daran erinnern sollst, dass das alles geht. Ja, das war da vielleicht ein bisschen verloren und in so einem sinnlosen, kraftlosen Getriebe drin. Und das erkennst du, aber jetzt nimmst du das in dir an, machst deine Gefühle auf und siehst, was kommt denn dann? Ja, die Veränderung für dich. Wunderschön. Du bist nämlich pures Licht und du darfst jetzt deine Schöpfung tatsächlich selbst erlauben. Was ist jetzt hier noch auf der dunklen Seite der Hohepriesterin los? Und da haben wir eben die Transformation in Anziehungsgeschichten, Sexualitätsgeschichten, Verbindungsgeschichten, Anziehung, habe ich das jetzt schon gesagt, Geschichten, Familiengeschichten, wo es um tiefe, tiefe, ehrliche Gefühle geht. Das sehen wir auch hier beim Rat der Hohepriesterin noch einmal. Also wirklich diese Brücken schlagen von einer alten Welt in eine neue, wo wie bestellt von deiner Seele quasi die Uressenz der Gefühle wieder durch dich fließen darf. Also scheinbar hast du in deinem Leben schon viel erlebt, was dir so ein bisschen die Gefühle verklebt. Jetzt reimt's wieder, ja. Wo du lernen darfst, wieder die Uressenz quasi durch dich durchfließen zu lassen und die Sonne in dir aufgehen zu lassen, den Stern für dich leuchten zu lassen, dass du weißt, dass dieses echte Gefühl für dich tatsächlich geht. Ja, also unter deinen ängstlichen Gefühlen, unter dem, was vielleicht nicht so richtig läuft bei dir, liegt tatsächlich deine Wahrheit und dazu darfst du jetzt Ja sagen und dich trauen, dich in deiner Wahrheit, in deinem Glück, in deiner Spiritualität, in deinen Empfinden, in deinem Sein, in deinem alles, was da ist, auch wirklich zu laben. Was ist denn die helle Seite der Hohepriesterin? Und da haben wir tatsächlich, du merkst jetzt, indem du dir gegenüber loyal wirst, indem du dir anschaust, ja, mit einem intelligenten Blick vom Fuchs, ja, der deiner Größe entspricht, was du vielleicht jetzt im Moment freilassen darfst, was deiner Seele eben nicht mehr entspricht, was sich nicht mehr richtig anfühlt. Und das ist jetzt einfach so ein bisschen ein Prozess, wo du auch weitergehst, wo du dich auch spirituell tatsächlich weiterentwickelst, wo du in der Transformation stehst, wo du eine alte Geschichte beendest, die nicht im Fluss gestanden ist, wo du nicht dich getraut hast, deinen Wünschen einfach nachzugehen, ja, einfach wirklich auch das Leben als leicht und locker und alles, was man gehen lassen will, gehen lassen zu können, zu sehen, dass es im Fluss bleibt, wo du immer wieder vielleicht auch die Loyalität auf der Schattenseite irgendwo getragen hast. Ja, und das wird jetzt transformiert, das nächste Schritt für dich, damit du hier wieder in diese Leichtigkeit vom Frühling mit Wünschen und mit dem Wissen kommen kannst, dass alles für dich wirklich möglich ist und alles für dich wirklich fließt und die dich wirklich trauen darfst, dir selbst wieder diesen
echten Weg für dich zu eröffnen. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, und dann sagt schon der Rat der Hohepriesterin, du darfst einfach jetzt hinter deine Schranken sehen, du darfst einfach jetzt hinter deine Ängste sehen, hinter das, wo deine Gefühle vielleicht noch klein verborgen, dein Herz öffnen, damit du den Fokus wieder behältst, ja, und dich nicht alleine fühlst auf dieser Welt, sondern auch getragen durch deine Ahnen und eben nicht in diesem kämpferischen Fokus immer wieder gegen Spiegel rennst, sondern beginnst dich mehr zu erden, mehr an dich zu glauben und den Schlüssel in der Hand hast, wirklich hier diesen Neuanfang für dich zu gehen, aus einer verstauchten Einsamkeit, Alleinsein, Leere, wie auch immer, ja, in die Transformation zu gehen und so dieses verschachtelte Wissen, was nicht mehr stimmig war für dich, ja, oder wo Glaubenssätze, was auch immer da alles drinnen waren, für dich umzudrehen und wieder an dich in Unschuld zu glauben. Lieber Steinbock, das ist eine sehr machtvolle, kraftvolle Botschaft, die dich antreiben will, jetzt hier im Mai dich wirklich für dich zu öffnen, Ja zu sagen und dich wieder zu trauen, einfach deinem Glück nicht mehr hinterher zu jagen, sondern proaktiv anzusagen im Universum, was du willst und was nicht. So, bis dann, ich freue mich sehr und wenn du mehr natürlich willst, mehr ist einfach mehr bei mir, auch du kannst jetzt am 28. In den Zoom-Call mit mir kommen, über den Member-Bereich, die Info unten in der Infobox. Mit deinem Weg zu dir meldest du dich einfach kostenfrei an und schlüpfst dann am 28. in den Zoom-Call mit mir, wo wir einfach jetzt mehr miteinander, ja, machen und den Kanal spüren und die Energie spüren und einfach mehr Power und Fluss wieder generieren und uns einfach auch kennenlernen und ein bisschen näher kommen als jetzt nur so über die YouTube-Videos. Also, bis dann, ich freue mich schon sehr, hab derweil eine powervolle Sternen-Glücks- sonnengetriebene Veränderungs- und die Spüren- und Atmezeit. Bis dann, du bist bereit, also lass dich wieder fließen. Baba.